Meine Damen und Herren, das ist aufregend. Also vielleicht nicht, wenn man jetzt hier gerade steht und an die graue Fassade guckt, aber das eigentliche Abenteuer beginnt ja dahinter und ich bin selbst auch schon ganz gespannt, was uns gleich erwarten wird. Es ist knapp ein halbes Jahr her, kommt mir allerdings so vor, als sei es gestern oder letzte Woche gewesen, dass wir uns hier in ganz ähnlicher Zusammensetzung getroffen haben zur Grundsteinlegung für das Chin. Und damals ist eben auch schon gesagt worden, stand schon wesentlich mehr als nur der Grundstein. Und der Bau war so weit fortgeschritten, dass ich damals noch scherzhaft gesagt habe, lassen Sie uns doch mal einen Termin für das Richtfest verabreden. Jetzt ist es schon soweit und ich bin fast geneigt zu sagen, wir können doch eigentlich für die Eröffnung uns jetzt schon verabreden. Ich hoffe, dass wir Anfang übernächsten Jahres dann tatsächlich so weit sind, dass das Gebäude hier abgeschlossen ist. Und der Rohbau, wie man sieht, ist weitestgehend abgeschlossen. Jetzt kommen die Fenster, dann der Innenbau, Installation der Haustechnik und wie gesagt, es sieht im Moment gut aus, dass wir Ende des kommenden Jahres, Anfang 2017, dann komplett fertig sind und das Gebäude soweit steht. Dann dauert es ja erfahrungsgemäß noch eine Weile, bis alles eingerichtet ist, bis die Forscherinnen und Forscher tatsächlich in ihren Laboren stehen und allen Mitarbeitenden ihre Arbeitsplätze gegeben haben und diese bezogen sind. Aber ich hoffe und freue mich sehr, dass wir dann auch sehr bald die Einweihung feiern können. Meine Damen und Herren, Forschungsbauten sind keine Gebäude wie jedes andere. Forschungsbauten sind Bekenntnisse. Bekenntnisse des Staates, Bekenntnisse des Landes, der jeweiligen Hochschule, der jeweiligen außeruniversitären Forschungseinrichtung, die damit öffentlich bekunden, diese Forschungsrichtung hat nach unserer Auffassung Zukunft. In diese Richtung wollen wir gehen. Von dieser Disziplin versprechen wir uns wissenschaftliche, technologische und gesellschaftliche Fortschritte. Und das gilt natürlich in ganz besonderem Maße für die Forschungsgebäude hier auf dem Campus Bahrenfeld von Universität Hamburg und dem DESI. Das CHIN ist zusätzlich ein besonderer Ausdruck der strategischen Partnerschaft hier zwischen Universität Hamburg und DESI, ähnlich wie das Zentrum für optische Quantentechnologie. Jetzt kommt es natürlich darauf an, mit den Zielen engagierten, mit den leidenschaftlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern diese Partnerschaft und die Zentren, die von ihr hervorgehen, voranzutreiben und auszugestalten. Und wir versprechen, wir erhoffen uns viele Innovationen vom Forschungsansatz des CHIN. Es ist eine faszinierende Vorstellung, dass hier demnächst Physiker, Chemikerinnen, Biologen, Medizinerinnen gemeinsam Nanostrukturen erforschen und versuchen werden, nanoelektronische und biologische Materialien zu hybriden Nanostrukturen miteinander zu kombinieren. Klingt erstmal sehr kompliziert. Wer heute die Hamburger Morgenpost aufschlägt und die Überschrift liest, löcherig wie ein Schweizer Käse, das moderne Forschungszentrum CHIN für 61 Millionen, der sieht anhand von guten Beispielen, was sich dahinter verbirgt. Und ich glaube, Professor Blick wird das auch gleich ganz eindrücklich noch darstellen. Er hat es mir zumindest angekündigt, dass es lustig werden könnte und mit sehr aktuellem Bezug. Ja, dieser interdisziplinäre Ansatz, und darauf sind wir alle stolz, ist weltweit einzigartig und er lässt hoffen auf neue Materialien, neue Informationsspeicher und Innovationen in der Medizintechnik. Auf kleinste bioelektronische Implantate etwa, die zerstörte Sinneszellen ersetzen und Menschen wieder das Sehen, das Hören oder das Bewegen von Armen und Beinen ermöglichen könnten. Und ein vergleichbares Forschungsprogramm gibt es weder national noch international. Damit leistet das CHIN einen wichtigen Beitrag für die internationale Konkurrenzfähigkeit, die Sichtbarkeit Deutschlands und Hamburgs in den Nanowissenschaften und in der Nanotechnologie. Und jetzt wird es Zeit, auch an der Umsetzung der gesellschaftlichen Erwartungen, der Wissenschaftsrat hat sie beispielsweise formuliert, weiter hart zu arbeiten. Und deshalb freue ich mich besonders über die Sichtbarkeit und über den Fortschritt auch dieses komplexen Bauvorhabens. Ich freue mich, dass wir heute auch gemeinsam mit so vielen Pressevertreterinnen und Pressevertretern, ich habe das Gefühl, auch da ist Bewegung, die sehen, dass hier was passiert und sind neugierig, erstmals gleich einen Einblick in den Rohbau zu erhalten und in zukünftige Speziallabore, wie zum Beispiel den staubfreien Reinraum. Ich wünschte, sowas wäre auch zu Hause möglich, in Privathaushalten. Das wird sicherlich interessant. Meine Damen und Herren, nicht nur für Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler ist der Forschungscampus einer der aufregendsten Orte der Welt. Auch Laien können sich hier der Faszination, die von diesem Ort der Neugier, von diesem einzigartigen Strukturforschungszentrum ausgeht, nicht entziehen. Wir hatten vor ein paar Wochen die Nacht des Wissens
Wissens und das DESI hat eingeladen zum DESI Day anlässlich der Nacht des Wissens. Es waren hier auf dem gesamten Gelände mehr als 18.000 Besucherinnen und Besucher und das hat schon fast was von Beschleuniger-Spotting und ich hoffe, dass das auch weiterhin so erfolgreich seinen Weg nehmen wird. Der Erfolg des Science Campus Hamburg-Bahrenfeld basiert auf mehr als 50 Jahren produktiver Zusammenarbeit universitärer und außeruniversitärer Partner. Wir wollen diesen Erfolg natürlich weiter fortsetzen, weiter steigern, politisch das Ganze weiter mit Hochdruck begleiten und unterstützen und uns gemeinsam damit beschäftigen, diese einzigartige Forschungsstruktur als Exzellenzstandort weiter auszubauen. Ich danke allen, die gemeinsam daran mit uns arbeiten. Ich danke allen, die an der Planung und an der Umsetzung des Gebäudes beteiligt waren und noch beteiligt sind. Da oben stehen auch einige, die ich sehe, architektonisch, ingenieurstechnisch, handwerklich. Mein herzlicher Dank an alle Gewerke. Ich wünsche Ihnen weiterhin gutes Gelingen. Sind Sie weiter so schnell bei der Sache? Das Umfeld scheint Sie ja auch zu beflügeln, nicht nur Teilchen zu beschleunigen, sondern auch Gebäude ganz schnell zu entwickeln. Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen und uns ein einstimmungsvolles Richtfest. Vielen Dank.